Frau Dadelin, schön, dass Sie hier sind. Am 4. April knallten die Sektor, vermutlich sogar eher die Shampooskorken in Brüssel. Im NATO-Hauptquartier gab es Schokokuchen und später beim SACEUR, also dem NATO-Oberkommandierenden, gab es dann noch ein Gala-Dinner mit Spezialitäten aus allen NATO-Mitgliedsländern. Also von außen betrachtet wirkte es erstmal so wie eine gelungene Geburtstagsfeier. Sie haben sich jetzt auch entschlossen, was zu diesem NATO-Geburtstag beizutragen. Allerdings ist das wohl weniger eine Eloge geworden. Die NATO, eine Abrechnung mit dem Wertebündnis, klingt jetzt erstmal ziemlich hart. Hat denn wirklich die alte Dame NATO gerade zum 75. so eine Abrechnung verdient? Ja, zunächst einmal muss man natürlich sagen, 75 Jahre NATO, besonders als eine Organisation, könnte man meinen, das ist ein Grund zum Feiern. Allerdings würde ich sagen, die NATO ist in einer wirklich schweren Krise, wenn nicht in einer existenziellen Krise. Sie steht vor sehr, sehr großen Herausforderungen aufgrund ihrer Politik der Expansion und auch der Eskalation, Expansion. Damit meine ich die Überdehnung Richtung Asien. Es ist nicht mehr nur am Nordatlantik sozusagen der Nordatlantik-Vertrag, die Vertragsorganisation, sondern expandiert in Richtung auch Indopazifik. Das heißt, wir haben es mit einer Überdehnung der NATO zu tun und gleichzeitig setzt sie immer mehr auf Eskalation und bringt uns an den Welt eines dritten, an den Rand eines dritten Weltkrieges, indem es beispielsweise beim Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine eben auf immer mehr und immer schwerere Waffen setzt und jetzt nicht nur der Ruf nach Helmen sozusagen war oder nach Schutzwesten oder Panzern, sondern jetzt auch noch nach eigenen Truppenentsendungen. Das heißt, sie steckt in einer wirklich schweren Krise. Der französische Präsident hat vor kurzem noch gesagt, dass die NATO gehirntot ist. Ich würde sagen, dass es nicht nur gehirntot, sondern hat Sinn und Zweck völlig verfehlt, hat sich überlebt als ein Relikt des Kalten Krieges und gefährdet die Sicherheit der Welt und der gesamten Bevölkerungen. Und deshalb habe ich mich natürlich hingesetzt, zum 75. Geburtstag der NATO, mir das genauer anzuschauen. Und im Zusammenhang mit der Herausforderung, vor der die NATO steht und auch die Krisen, in der sie sich bewegt, ist es so, dass sie immer mehr auch auf Mythen setzt, um sich selbst zu legitimieren. Und zu diesen Mythen gehören eben, dass sie sich immer als ein Verteidigungsbündnis sieht, als ein Wertebündnis, als ein Bündnis, eine Allianz von Demokratien, die auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte setzt. Aber bleiben wir mal bei Demokratie, zumindest jetzt von außen betrachtet, würde ich sagen, soweit ich das überblicke, sind ja tatsächlich alle Mitgliedstaaten, zumindest mal formal, repräsentative Demokratien mit auch einem halbwegs funktionierenden Rechtsstaat. Also wo setzt da Ihre Kritik an, dass Sie sagen, das stimmt alles gar nicht, das ist sozusagen, wie Sie es gesagt haben, ein reiner Mythos, diese ja auch in der Gründungscharta manifestierte Aspekt Demokratie, Menschenrechte, Freiheit? Ja, 1949 wurde die NATO gegründet, mit allem voran USA und Kanada und weiteren europäischen Staaten. Und eins dieser Staaten war beispielsweise Portugal unter dem faschistischen Diktator Salazar. Bis 1974, bis zur Nelkenrevolution in Portugal, hat er regiert und das war überhaupt kein Problem, dass er eben ein faschistischer Diktator war, der eine wirklich Blutspur durch Afrika gezogen hat, durch seine kolonialistische Politik und im Inneren natürlich auch auf Repression gesetzt hat, auf Terror gesetzt hat gegenüber Oppositionellen und Linken. Und das ist natürlich meiner Meinung nach ein eklatanter Widerspruch zu dem Selbstbild der NATO, dass man schon immer eine Allianz von Demokratien und Rechtsstaaten gewesen sein soll. Gleichzeitig muss man sagen, es war auch kein Problem, Abkommen zu machen, Militärabkommen zu machen mit der durch die NATO-Führungsmacht USA mit dem faschistischen spanischen Diktator Franco beispielsweise oder die Türkei ist bis heute Mitglied der NATO und als in den 80er Jahren es mehrere Militärputsche gegeben hat mit Hunderttausenden von Häftlingen aufgrund ihrer politischen Betätigung, aufgrund, dass sie Linke waren beispielsweise oder Gewerkschafter, war auch überhaupt kein Problem, dass es auf einmal eine Militärdiktatur, einen Militärputsch, mehrere Militärputsche gegeben hat.
Oder der Militärputsch in Griechenland. Kann man auch nicht gerade sprechen von Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit bei einem Militärputsch. Und das war alles überhaupt kein Problem für die NATO und ist es bis heute nicht. Beispielsweise kann man sich ja anschauen, dass die Türkei unter dem Staatspräsidenten Erdogan bis heute nachgewiesen ist, dass er beispielsweise islamistische Organisationen wie IS oder Al-Qaida oder Ahrar al-Sham mit Waffen beliefert hat im Krieg, in dem Regime-Change-Krieg gegen Syrien unter Assad. Man hat damit überhaupt keine Probleme, dass auf einmal islamistische Terrororganisationen von NATO-Staaten ja quasi gehütet werden in ihren Ländern als Aufmarsch- und Rückzugsgebiete, sie gepflegt werden in den Krankenhäusern, wenn sie verletzt sind, oder auch ausgerüstet werden mit Waffen, vielleicht sogar mit Waffen aus anderen NATO-Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist mir wichtig, dass man mit diesen Mythen der NATO aufräumt. Die NATO ist weder ein Bündnis von Demokratie und Rechtsstaaten gewesen von Anfang an, noch ist sie, also das kann man ja auch heute sehen, die NATO-Führungsmacht USA macht international, was es will. Es greift Länder überall auf der Welt an gegen das Völkerrecht, hat den Überfall auf Irak unter einer Koalition der Willigen gemacht, hat in den letzten 20 Jahren laut der Universität Brown, eine sehr renommierte Universität aus Rhode Island in den USA, in den letzten 20 Jahren in ihrem sogenannten Krieg gegen den Terror über 4,5 Millionen Tote zu verantworten. Kann man auch nicht gerade sagen, dass das eine Politik der Achtung von Menschenrechten oder Demokratie. Vielleicht noch, ist. Um beim Stichwort Rechtsstaatlichkeit zu bleiben, in dieser Destruktion oder Dekonstruktionsversuch der NATO-Mythen verweisen Sie auch darauf, dass Sie Julian Assange als Gefangenen der NATO bezeichnen. Ist es denn wirklich gerechtfertigt, sozusagen diese Rolle von NATO direkt auf, ich meine, eigentlich die Hauptverantwortlichen sind USA und Großbritannien, daraus sozusagen zu schließen, dass man tatsächlich Assange als NATO-Gefangenen bezeichnen kann? Wie würden Sie das? Also zunächst einmal von dem Selbstverständnis der NATO sagen Sie ja einer für alle, alle für einen. Das heißt, ein Teil steht für das Ganze und das Ganze steht für einen Teil. Das ist natürlich dann, wird entsprechend zugerechnet und die sind alle natürlich haftbar. Das heißt, die Verfolgung von Julian Assange als einen Journalisten, der US-Kriegsverbrechen im Irak und auch in Afghanistan publik gemacht hat, veröffentlicht hat und dafür seit 12 Jahren jetzt seiner Freiheit beraubt wird, seit 5 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien ist, 175 Jahre Haft in den USA ihm drohen, also quasi eine Todesstrafe. Und das nur, weil er die Kriegsverbrechen eben publik gemacht hat, für die bis heute es keine Sühne gab. Also die bleiben ja alle ungesühnt bis heute. Die wurden nicht geahndet. Der US-Kriegsverbrecher George W. Bush oder Tony Blair aus Großbritannien, die sitzen in ihren Villen, sind in ihrer Freiheit. Und Julian Assange, der die Kriegsverbrechen, die sie ja letztendlich zu verantworten haben als Präsidenten oder als Premiers, der sitzt halt in Unfreiheit. Und natürlich ist das so, dass die USA letztendlich die Führungsmacht ist. Also man kann die NATO gleichsetzen mit der USA. Sie ist diejenige Macht, die letztendlich die NATO als ein geopolitisches Instrument benutzt. Die NATO ist ein Instrument der USA seit ihrer Gründung. Und das war das Vorbild, der Interamerikanische Vertrag, die Pax Americana sozusagen als Einflussgebiet, den Westen als Einflussgebiet der USA zu sichern und dafür das Instrument NATO zu schaffen. Und es ist ja tatsächlich so, dass die NATO-Mitgliedsländer ihre Souveränität ja aufgeben, indem sie Mitglied der NATO werden. Sie stellen sich unter die Führungsmacht der USA. Und deshalb ist das, was die Führungsmacht USA macht, wie beispielsweise den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg im Irak, die politische Verfolgung des Journalisten Julian Assange, ist auch der gesamten NATO zuzurechnen, zumal keines dieser NATO-Mitgliedstaaten das öffentlich kritisiert hat. Also der NATO-Rat hat nicht einmal getagt und kritisiert den Überfall auf den Irak. Und das war überhaupt kein Thema, ganz im Gegenteil. Man hat es ja auch so quasi auch unterstützt, obwohl man offiziell nicht Mitglied der Koalition der Willigen gewesen ist beim Irakkrieg, hat man ja zum Beispiel
Überflugrechte gegeben, hat die Militärstützpunkte nutzen lassen, auch auf deutschem Boden. Das heißt, es wird natürlich, es ist meiner Meinung nach legitim und gerechtfertigt, dass auch den anderen Mitgliedstaaten das Handeln eines sozusagen zuzurechnen. Und einen anderen Punkt möchte ich noch gerne ansprechen, Stichwort Mythen der NATO, weil wir jetzt schon einige besprochen haben. Zu einem großen Mythos gehört ja, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis. Und im 75. Jubiläum haben wir auch ein anderes Jubiläum, nämlich den 25. Jahrestag des Angriffskriegs der NATO auf Jugoslawien, auf die Bundesrepublik Jugoslawien. Und das war ein ganz klarer Verstoß gegen das Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen der UN-Charta. Es gab keinen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Das hat ja der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder dann irgendwann mal auch öffentlich sich dazu bekannt, dass er überhaupt kein Mandat hatte, als sie dann die Fernsehsender in Serbien, in Belgrad bombardiert hatten, die chinesische Botschaft angeblich irtümlich mit bombardiert haben. Genau. Und da kann man sehen, also seit 25 Jahren spätestens ist die NATO ein Kriegsführungsbündnis, angefangen beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien und dann später auch mit Afghanistan oder auch dem Regime-Change-Krieg 2011 in Libyen. Vielleicht nochmal kurz zurück auf die Rolle der USA in diesem ganzen NATO-Gebilde. Sie sprechen im Zusammenhang ja auch von dem Imperium und seinen Vasallen. Es gibt dieses Bonmot von Lionel Ismay, dem ersten NATO-Generalsekretär. Die NATO wurde gegründet, um die Deutschen nieder, die Russen draußen und die Amerikaner drin zu halten. Würden Sie sagen, diese Einschätzung zur Gründung der NATO hat bis heute Bestand oder gab es da Änderungen in sozusagen der Funktion der NATO, was das angeht? Nun, die, also das Ziel meiner Meinung nach, was Ismay damals formuliert hat, oder auch der Sinn und Zweck, das hat sich ja erfüllt. Wenn man sich das heute anschaut, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, nach Ende des Kalten Krieges hat man in der Charta von Paris, hat man sich ja eigentlich verständigt für eine neue europäische Sicherheitsordnung, ein gemeinsames Haus Europa. Die Idee war natürlich auch mit damals dann dem Nachfolgestaat der Sowjetunion mit Russland zusammen das zu machen. Wenn man sich heute jetzt die Situation anguckt, ganz im Gegenteil, die NATO steht mit NATO-Soldaten an der Grenze zu Russland. NATO hat trotz der Versprechen, die sie gemacht hat, immer mehr sich erweitert in Richtung Russland, jetzt zuletzt mit Finnland und Schweden. Wir haben Faktum, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland mit dem Wirtschaftskrieg gegen Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine immer mehr quasi sich selbst beschädigt. Das heißt, man hat Deutschland als Konkurrenten sozusagen auch niedergerungen, die USA, hat Russland draußen gehalten bis heute und hat sich gleichzeitig aber auch nochmal erneuert, gefährlich rund erneuert, indem es mehr auf Hochrüstung setzt, indem es eben auf diese Expansion setzt und gleichzeitig eben auch auf die Eskalation. Insofern hat sich das alles bis heute bewahrheitet. Ja, nochmal auf die Expansion zurückzukommen, das fand ich im Buch auch ganz spannend, weil ich das selbst bisher gar nicht so reflektiert hatte. Dort ziehen Sie ja die Parallele zwischen der NATO-Osterweiterung und der relativen kompletten Ignoranz russischer Sicherheitsinteressen auf dieses Pivot to Asia und das sozusagen jetzt das, unter ähnlichen Voraussetzungen dasselbe mit China passiert, wo man zwar dann nicht auf Mitgliedsebene, sondern sind das eher Partnerschaftsverträge, aber trotzdem auch China immer mehr einkesselt in gewisser Weise und genauso wenig Rücksicht nimmt auf deren Sicherheitsinteressen, so zumindest die Argumentation in Ihrem Buch. Da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, ist das westliche Hybris oder ist das tatsächlich eine bewusste Provokation in beide Richtungen, also dieses komplette oder ziemlich komplette Ignorieren von Sicherheitsinteressen von ja dann trotz allem relevanten globalen Playern wie Russland und China? Ich glaube, das ist systemimmanent. Also dieses Setzen auf Eskalation, Expansion, es ist eben kein Friedensbündnis. Es ist kein Sicherheitsbündnis. Es ist kein Bündnis, eben, was Sicherheit schaffen möchte, sondern es gefährdet ja immer mehr Sicherheit. Immer mehr Aufrüstung, immer mehr Hochrüstung, auch auf Kosten der sozialen Frage in den NATO-Mitgliedstaaten. Das gefährdet immer mehr den Frieden nach außen, aber auch nach innen.
Und ich denke, dass es auf jeden Fall etwas ist, was diesem System, nämlich ein Kriegsführungsbündnis zu sein, das den Niedergang des Hegemons USA hier auch aufhalten soll, dass es sozusagen dazu dient. Das ist dazu da. Und es geht ja tatsächlich, es ist ja nicht so, dass es nur Partnerschaftsabkommen sind oder Militärabkommen sind. Es geht tatsächlich parallel zur NATO-Osterweiterung genauso, kann man sagen, auch weiter. Der ehemalige Oberbefehlshaber der NATO, der Alliierten, Stavridis beispielsweise, plädiert ja sogar für die Mitgliedschaft der einzelnen Ländern, mit denen man im indopazifischen Raum, wie beispielsweise Japan, Südkorea, Australien oder Neuseeland, ja versucht, diese Einkreisung Chinas zu machen seitens der NATO. Er plädiert ja tatsächlich für die aktive Mitgliedschaft jetzt, also die Aufnahme von diesen Ländern in die NATO. Es geht weit darüber hinaus, also jedenfalls von der Debattenlage her, dass es nur Abkommen sind mit Partnern, die im indopazifischen Raum halt die NATO quasi vertreten sollen oder mit der NATO sozusagen dann auch eine Tür öffnen sollen. Und dann gibt es ja auch die Diskussion um das Verbindungsbüro in Japan, was die NATO eröffnen möchte. Das heißt also, diese Asien-Expansion, die geht weiter, weil es natürlich immer mehr eine Feindbilderklärung gibt gegenüber China. Chinas Wachstum, Chinas Aufstieg, Chinas Kooperation mit anderen Ländern, auch Chinas Gewicht in der internationalen Diplomatie nimmt immer weiter zu, und das wird nicht als ein, vielleicht ein Gewinn gesehen oder ein Fortschritt, das man vielleicht gegenseitig nutzen kann, sondern die USA sehen das als eine Gefahr für ihre Hegemonie in der Welt und setzen deshalb auf Konfrontation. Und die Gefahr ist eben groß, dass die NATO hier als Instrument, geopolitisches Instrument der USA, in diese Konfrontation gesetzt wird und drin ist und die Bundesrepublik Deutschland damit macht. Wenn wir gerade bei Konfrontationen sind, eine Weltregion, die wir bisher noch nicht im Blick hatten, die aber auch in Ihrem Buch aufgegriffen wird, ist der aktuelle Konflikt in Gaza. Ich glaube, Krieg kann man dazu fast gar nicht mehr sagen. Jetzt waren Sie ja auch in Den Haag bei der Anhörung der nicaraguanischen Klage gegen die Bundesrepublik, so ein bisschen abgehend vielleicht von Ihrem Buch, aber das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt. Wie haben Sie diese Anhörung wahrgenommen? Ja, bemerkenswert fand ich es, dass ich eigentlich als einzige Parlamentarierin dort war. Ich finde es nicht Alltagspolitik, dass die Bundesrepublik Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt ist vor dem höchsten Gericht in der Welt, nämlich dem Internationalen Gerichtshof, dem höchsten Berufungsgericht, muss man sagen. Und insofern war ich ziemlich erstaunt, dass das Interesse so klein ist oder eigentlich gar kein Interesse bestand von Abgeordnetenkollegen auch anderer Parteien an dieser historischen Verhandlung teilzunehmen. Der erste Tag war der Tag der Anklage von Nicaragua. Die Anschuldigungen sind ja, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Verpflichtung aus der Völkermordkonvention nicht erfüllt, nämlich alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern. Das heißt, nichts zu tun oder es zu unterlassen, dass ein Völkermord begangen werden kann oder etwas, was es begünstigt. Und die Klage ist, dass die Lieferung von Waffen, von exzessiven Waffen, Lieferungen an Israel durch die Bundesrepublik Deutschland mit zu dem plausiblen Risikoführen eines Völkermordes und mutmaßlichen Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch Israel mit diesen Waffen. Das ist die Anschuldigung, dass die Bundesrepublik Deutschland das begünstigt und dort dabei assistiert. Und interessanterweise ist die Grundlage der Klage Nicaraguas sind parlamentarische Anfragen des Bündnisses Sahra Wagenknecht im Deutschen Bundestag, weil wir in diesen Anfragen eben diese Zahlen und diese Fakten herausgearbeitet haben der exzessiven Waffenlieferung durch Deutschland an Israel, trotz der wirklich, man muss auch sagen, wirklich furchtbaren Geschehnisse in den letzten Wochen und Monaten.
Natürlich hat Israel das Recht auf Selbstverteidigung. Das stellt ja niemand in Frage, wie jedes andere Land auch, was angegriffen wird. Aber das, was wir sehen und erleben seit Wochen und Monaten, das hat ja nichts mehr mit Selbstverteidigung zu tun. Das ist ein Rachefeldzug, geprägt von Kriegsverbrechen. Und da ist es natürlich auch eine indirekte Beteiligung an Kriegsverbrechen, wenn man weiter auch Waffen liefert an dieses Land. Deutschland hat sich am Tag der Verteidigung hingestellt und ich fand die ganze Art und Weise, wie Deutschland umgegangen ist mit dieser Klage, überheblich, ignorant, arrogant. So kann man das eigentlich zusammenfassen. Erstens hat man sich hingestellt und sagte, ja, man kann ja gar nicht Beihilfe leisten bei einem Völkermord, der noch gar nicht festgestellt worden ist. Also setzt dem Völkermord erst voraus, um überhaupt eine Klage wegen Beihilfe sozusagen als möglich zu erachten. Und das ist natürlich ein völliger Umkehrschluss der Völkermordkonvention. Man soll ja alles tun, um es zu verhindern. Es geht um die Verhütung von Völkermord. Und das Zweite ist, diese Arroganz war natürlich auch sehr greifbar, indem man quasi den Vorwurf Nicaragua machte, was man sich denn erdreistet, die Bundesrepublik Deutschland, die so viel an humanitärer Hilfe international leistet und aus der Geschichte gelernt hätte, aus dem Holocaust, und sich dem internationalen Recht verpflichtet fühlt, wie kann man nur Deutschland anklagen? Also gar nicht auf die konkreten Argumente von Nicaragua eingegangen, sondern einfach moralisch sich dort aufgespielt, so wie wir es in der Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland erkennen, unter besonders der Außenministerin, der Amtierenden. Also zusammenfassend muss man sagen, Ignoranz und Arroganz gegenüber dieser Klage. Und ich halte das für wenig glaubwürdig, die Argumentation der Bundesregierung. In Sachen der Völkermord müsste erst festgestellt werden, damit man überhaupt Beihilfe leisten kann oder die Völkermordkonvention verletzen kann. Und das Dritte ist, ich glaube, es ist schon enorm schädigend gewesen für den Ruf Deutschland, dass man überhaupt auf der Anklagebank da sitzt, dass man auch weiterhin festhält an diesen mörderischen Waffenlieferungen an Israel, trotz der ganzen Gräueltaten, die wir tagtäglich in Gaza sehen. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, sozusagen der Reputationsverlust deutscher Außenpolitik, eigentlich weltweit, egal ob man jetzt mit Diplomaten aus Nahost oder Lateinamerika spricht. Noch ganz kurz in Bezug auf Nicaragua, was mir auch aufgefallen war, weil Sie gerade diese Arroganz ansprechen, dass auch mal vergessen wird, dass Nicaragua 86 die USA verklagt hat vor demselben Gerichtshof. 84 verklagt, 86 erfolgt des Urteils, stimmt. Und da gab es sozusagen eine ähnlich arrogante Haltung und schlussendlich haben die USA da eine fette Klatsche eingeheimst, auch wenn sie sich nicht an das Urteil gehalten haben. Aber kommen wir... Der Klageführer von Nicaragua ist ja auch derjenige gewesen, der 1984 die Klage gegen die USA vor dem Internationalen Gerichtshof geführt hat. Also insofern, ich glaube, es kann natürlich auch sein, dass die Bundesregierung eine Gelassenheit, eine Ignoranz und Arroganz nach außen darstellt, aber eigentlich innerlich schon ziemlich Angst hat, dass man hier belangt werden kann, weil die Vorwürfe nämlich sehr substantiiert sind, so wie die Klage natürlich auch von Südafrika gegen Israel ist mit dem Völkermordvorwurf, wo am 26. Januar in der Zwischenentscheidung quasi zu dem Eilantrag Südafrikas der Internationale Gerichtshof ja plausible Risiken gesehen hat für einen Völkermord in Gaza und deshalb aufgefordert hat, Israel explizit Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung in Gaza zu treffen. Das heißt, dass die Bundesregierung auf wirklich sehr wackeligem Boden argumentiert, weil das Gericht, die Richter ja schon am 26. Januar plausibles Risiko gesehen haben für einen Völkermord und deshalb Schutzvorschriften verlangt haben. Und insofern bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen vom Internationalen Gerichtshof dann auch tatsächlich hier verkündet wird. Lass uns nochmal zurückkehren sozusagen zum Ausgangspunkt, Zukunft auch der NATO, dass die durchschnittliche Lebenserwartung der USA sozusagen des Hauptfaktors, Hauptprotagonisten der NATO, liegt derzeit bei unter 80 Jahren. Wie hoch schätzen Sie denn die Lebenserwartung der NATO
ein als Institution? Na, ich finde, die hat schon viel zu lange überlebt. Seit Ende des Kalten Krieges hätte sie schon aufgelöst werden müssen. Was wir jetzt ganz dringend brauchen, meiner Meinung nach, ist, dass wir ein Moratorium haben. Die Expansion der NATO muss gestoppt werden. Wenn man tatsächlich Sicherheit herstellen möchte und den Weltfrieden nicht weiter gefährden möchte als Organisation. Und wir brauchen unbedingt wieder ein Zurück zum Völkerrecht, zurück auch zu einer Politik des Disengagement, was ja der ehemalige US-Top-Diplomat George Kennan ja mal entwickelt hatte, nämlich, dass die Militärblöcke entzerrt werden sozusagen, ja, diese Blockkonfrontation. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Ich würde mir wünschen, eine Sicherheitsordnung in Europa, die es ermöglicht, eine souveräne, selbstbewusste Politik zu machen im Interesse der Mehrheiten der Bevölkerungen hier in Europa und auch der Deutschen hier und nicht, dass man zu einem Klientelstaat wird innerhalb einer Organisation, die nur dazu da ist, die Interessen der USA hier zu erfüllen. Ich danke Ihnen. Danke sehr.